herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute gibt es wieder die Degusta-Box. Ihr könnt es euch schon denken, weil Alessandro ist nämlich auch mit im Video. Er freut sich schon. Hier ist unsere Degusta-Box, sie ist angekommen. Allerdings habe ich sie heute mal auch noch nicht aufgemacht. Sozusagen gibt es ein Unboxing von uns beiden. Hier ist noch der Aufkleber, ihr könnt schon sehen. Wir machen den jetzt zusammen auf. Wir sind auch schon ganz gespannt, was darin enthalten ist. Für alle, die nicht wissen, was es mit der Degusta-Box an sich hat, ich verlinke euch den Online-Shop sozusagen mal unten in der Infobox. Da könnt ihr reinschauen, da ist alles super gut beschrieben. Da wisst ihr, um was es geht. Ich werde übrigens daran nicht beteiligt, falls ihr sie bestellt. Ich wollte es nur mal sagen. Hier ist wieder alles schön eingepackt, können wir schon wieder sehen. Mit diesem Luftpolstern. Tun wir mal auf die Seite. Und hier haben wir dann wieder unsere Produktkarte. Da stehen die ganzen Produkte drauf, die dann in der Degusta-Box enthalten sind. Sind wir schon ganz gespannt. Wir lassen uns ja wieder überraschen. Deswegen legen wir es erstmal ein bisschen weiter weg. Wir wollen euch dann aber auch die Preise sagen. So, ich fasse mal rein und schaue, mit was wir anfangen. Oder willst du reinfassen? Du? Okay, da freue ich mich. Also, mal gucken, was der Alessandro rausfischt. Aha, okay. Sieht nach einem Getränk aus. Du möchtest schauen, was es kostet? Davon gibt es zwei. Okay. Ah, warte, ich sehe schon da. Genau. Okay, also sieht nach Getränken aus. Und zwar steht hier drauf Trinkfit Tutti Frutti. Das hört sich gut an. Ich glaube, das kannst du probieren. Ah, nein, da ist Koffein. Ah, tut mir leid. Da ist Koffein. Und hier steht, hier steht Energie Milk Drink. Oh, leider nichts für Alessandro. Was würde das denn kosten, Lessie? 99 Cent. Jeweils 99 Cent. Okay, also gut. Was für ein Papa. was steht da drauf? Dein perfekter Begleiter für Schule, Arbeit oder den Sport. Genau. Ja gut, ist halt ein Energy Drink. Durch die handliche, leichte und wieder verschließbare Tetrapack-Verpackung ist der Drink optimal für unterwegs. Also gut, okay. So, das nächste. Was möchtest du jetzt, mein Schatz? Fass mal rein. Ah, das kannst du leider auch nicht probieren. Das ist Paniermehl. Okay, Paniermehl von der Firma Leimer. Glutenfrei, kann man immer gut gebrauchen in einem Haushalt. Habe ich auch immer zu Hause. Meine Söhne lieben panierte Hähnchenschnitzel. Genau, deshalb habe ich das immer zu Hause. Allerdings in einer großen Packung, nicht so eine kleine. Was würde das denn kosten, mein Schatz? Hast du schon entdeckt? 2,49 €. Okay, sehr cool. Kann ich schon mal gebrauchen. So, was möchtest du jetzt rausfischen? Ui, was ist das? Du guckst schon mal, was es kostet. Und zwar von der Firma Haas. Kenne ich nicht die Marke. Knoblauchpaste. Mhm. Okay, hört sich interessant an. Was mache ich damit? Mache ich mir das aufs Brot oder zum Kochen? Keine Ahnung. Wir lesen mal nach, was da steht. Wo ist es denn? Ah ja, hier. Was kostet es? 1,49 €. Okay, 1,49 €. Okay, wir lesen mal nach, was hier steht. Die Knoblauchpaste enthält frischen Knoblauch, gewürzt mit Salzen. Haas Knoblauchpaste ist sehr ergiebig. 1 cm entspricht ungefähr einer Knoblauchzehe. Oh mein Gott, okay, da muss man vorsichtig mit umgehen. Ich weiß es jetzt nicht. Also hier steht jetzt auch nichts auf der Beschreibung drauf. Und hier jetzt auch nicht. Ich gehe mal davon aus, dass man sie vielleicht in die Pfanne dann macht, um dann zum Beispiel irgendwas anzubraten. Keine Ahnung. Also ich werde es mal austesten, werde euch auf jeden Fall berichten. Habe ich noch nie davon gehört. So, wieder nichts für dich zum Probieren, mein Schatz. So, jetzt guckst du mal, ob noch was für dich drin ist. Geht's? Ui, was ist das denn? Müssen wir mal gucken, was das jetzt ist. Ah, sehr cool. Köln-Müsli. Mmh, lecker, mag ich super gerne. Wieso Köln? Ist doch Köln. Ja, ist eine Stadt, stimmt, Schatz, da hast du recht. Aber Köln wird mit einem L geschrieben und hier steht es mit zwei, das ist die Firma quasi, ne? Und genau, so heißt die Firma. Knusper-Joghurt-Zitrone. Mhm, okay, hört sich gut an. Ich mag ja so getrocknete Früchte eigentlich nicht so arg im Müsli. Ich hole mir die Rosinen auch immer raus, finde es nicht so lecker. Genau, aber das werde ich mal probieren, da freue ich mich drüber. Was würde das denn kosten, mein Schatz, hast du schon entdeckt? 2,99 €. Okay, cool. Freue ich mich, dass das enthalten war. So, ich stelle es mal hier hin. Ihr seht es gar nicht. Ich stelle es da hin.
Bitte? Macht Hunger. Ja, jetzt fasse ich rein. So, dann fasse ich jetzt mal rein. Was haben wir denn jetzt hier? Ah, das sieht ja schon mal süß aus. Übrigens, ich hoffe, ihr seht uns gut. Vom Licht her passt jetzt nicht so ganz. Ich habe die Jalousien zumachen müssen, weil die Sonne so hoch steht und dass wir total geblendet werden. Und dann hätten wir dieses Video nicht abdrehen können, gell, mein Schatz? Deswegen sind die Jalousien unten. Deswegen seht ihr das im Hintergrund alles ein bisschen dunkel. Aber ich hoffe, ihr könnt uns erkennen. Hallo, hier sind wir. Ich glaube, die können uns sehen, ne, Schatz? So, okay. Jetzt haben wir hier die Anti-Stress-Pille. Beruhigend und wieder bärlebend. Also hier so ein Bär, und das ist halt ein Wortspiel, finde ich total witzig. Habe ich schon mal gesehen in einem Geschäft. Jetzt nicht von der Firma, aber finde ich total witzig. Hier steht, vom Oberarzt empfohlen, die Anti-Stress-Pille. Genau. Also total lustig gemacht. Magst du eine probieren? Ich glaube, das sind wie Smarties. Warte mal, ich guck mal auf die Rückseite. Genau, ja. Nee, da ist jetzt nichts, was nicht für Kinder ist, denke ich mal. Okay, dann mache ich das jetzt mal für dich auch, mein Schatz. Hier sind die Inhaltsstoffe, genau. 24 Mini-Schokolinsen mit buntem Zuckerüberguss. Ich denke, das wird so eine Art Smarties sein. Hier steht Vollmilchschokolade, genau, ja. Das ist halt schön zum Verschenken, ne? So als Gag. Gefällt mir total gut. Jetzt machst du dir mal eine Pille raus sozusagen und ich gucke schon mal, was die kosten würden. Geht's, Schatz? Warte mal, ich mach. Schau. Also, sie sehen aus wie Pillen. Und dann musst du das wie Tabletten halt, ne? So, jetzt guck mal, ob das wie Smarties schmeckt. So, und zwar würden die kosten 2,95 €. Okay, wäre halt super gewesen zum Verschenken, wie gesagt. Und? Sind sie wie Smarties? Ja? Mit so einem kleinen anderen Geschmack. Noch einen kleinen anderen Geschmack. Okay, gut. Soll ich wieder reinfassen oder du? Okay. Dann haben wir jetzt hier, was ist das denn? Quaby heißt die Firma. Kenne ich leider nicht. Hat mir noch nie, habe ich noch nie gesehen. Hier steht aus dem Herzen Mallorcas. Okay. Tapasbrot mit Vollkornmehl. Mhm. Das sind wie so kleine, ja, kleine, was weiß ich, wie man das nennt. Ja, wie so Kekse, ne? Kennt ihr die von Tuck? Die man dann so mit Frischkäse bestreicht, an das erinnert mich das jetzt irgendwie. Und hier steht halt, mit Olivenölanteil. Sehr lecker. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Und hier kann man das zum Beispiel auch mit einem Käseomelett, also das ist so ein Serviervorschlag. Hm? Freue ich mich drauf. Finde ich eine coole Idee, gerade für abends zum Dippen oder so, vielleicht in so einen Käse. Kennt ihr diesen Käse, den man warm macht im Ofen, dass man das so reindippt anstatt Baguette? Ja, werden wir mal schauen. Oder zum Beispiel als Vorspeise könnte ich es mir gut vorstellen, wenn Gäste kommen. Eben, wie gesagt, mit so Frischkäse, vielleicht ein Stückchen Lachs drauf oder so. Ja, freue ich mich drüber. Jetzt gucken wir mal, was das kosten würde. 1,20 €. Mhm. Okay, cool. Freue mich auch darüber, dass das enthalten war. Dann, was haben wir denn jetzt hier? Auch wieder von der Firma Haas. Wie gesagt, die kannte ich jetzt vorher so nicht. Grillsenf steht hier. Jetzt hatten wir ja das letzte Mal schon Senf drin, ne? Weißt du noch? Von Weber. Dieses Glas, diesen sehr edlen Senf. Und jetzt haben wir wieder Senf hier in der Tube. Weißt du noch? Ja, ne? Was würde der denn kosten, der Senf hier, mein Schatz? 1,29 €. Ach du meine Güte, so viel Senf können wir ja gar nicht essen. Ja, okay, Ketchup wäre mal gut. Für meine Jungs, die lieben Ketchup. Uah, voll eklig, ich hasse Ketchup. Okay, was haben wir denn noch? Jetzt haben wir hier zwei solche Packungen. Die sehen sich sehr ähnlich, wieder von derselben Marke. Genau, Quelli. Knusperbrotstangen mit Käse und einmal mit schwarzen Oliven. Ah, oh, sehr cool. Die liebe ich. Die sind so Grissini ähnlich. Kennt ihr Grissini? Die kann man dann mit Schinken zum Beispiel umwickeln und eine schöne Honigmelone dazu machen. Und daran erinnern die mich jetzt sehr stark. Auch wieder abends, wenn man vorm Fernseher sitzt oder zum Dippen für Gäste, wenn man hat, ne, so auf den Vorspeisenteller. Finde ich sehr cool. Was würde denn so eine Packung kosten? Mein Schatz, hast du sie schon entdeckt? Genau, 99 € würde da eine Packung kosten. Magst du eine probieren? Welche? Mit Käse? Jawohl. Okay, mache ich dir auch mit. Oliven. Ich glaube, Oliven magst du nicht so arg. Ah ja, da sind auch nochmal so große, grobe Salzkörner mit drauf. Und? Lecker. Okay, cool. Und Lissandro schmeckt. Lissandro isst ja Gott sei Dank auch Käse. Ich fasse jetzt nochmal rein. Schmeckt mir den Käse nicht so arg. Naja, das habe ich mir schon gedacht, mein Schatz. So, was haben wir denn jetzt hier nochmal? Was ist das? Sarepta? Dr. Schweizer. Spezialsenf. Oh Leute, wie viel Senf wollt ihr mir noch bringen? Das reicht für ein ganzes Jahr.
Oh je, also ja, sieht schon mal schön aus, die Verpackung. Ich denke, das kann man auch schön verschenken, ne? Kennt ihr so Geschenkekörbe? Könnte man vielleicht noch mit reinpacken oder so. Sieht schön aus, habe ich jetzt so in den Geschäften noch nicht gesehen. Dr. Schweizer sagt mir jetzt auch nichts, aber so viel Senf, ne? Wann soll ich denn das alles aufbrauchen? Das finde ich jetzt ein bisschen doof. Obwohl er schön aussieht, aber ja, Senf ist halt Senf, ne? Was würde der kosten? 1,29 Euro. Bekannt, süß, würzig, einzigartig in Österreich und einzigartig im Geschmack. Okay, also scheinbar kommt er aus Österreich. Okay, also haben wir jetzt schon zwei Tuben Senf. Naja, okay. So, was haben wir noch? Wie bitte? In einer Degusta-Box. Das ist ein bisschen viel, ne? Ah ja, hier ist noch ein Flyer wegen dem Energy Drink. Und jetzt haben wir hier noch was. Und zwar Mandeln, Meersalz. Okay, Mandeln mit Meersalz. Finde ich jetzt ein bisschen ungewöhnlich, passt jetzt für mich nicht so gut zusammen, aber wir probieren sie mal. Es wurde extra reingemacht. Okay, hier steht 1,90 Euro. Was steht denn hier? Keine Zweifel mehr. Packer, Mandeln mit Meersalz machen glücklicher, denn unsere Nüsse sind glückliche und fair gehandelte Nüsse. Sie kommen in den Genuss, in biologischen Landwirtschaften zu gedeihen, um nach voller Reife mit viel Liebe geerntet zu werden. Verarbeitet werden sie schonend, ganz ohne Öl und mit etwas Salz verfeinert. Okay, hört sich sehr lecker an. Mein Mann liebt Nüsse, ich auch. Magst du einen probieren oder ist das jetzt nicht so deins? Mandeln? Nee, ne? Okay, Alessandro mag gebratene gebrannte Mandeln, nicht gebratene, gebrannte Mandeln. Ne? Wo wir immer die Zuckerwatte kaufen, an diesen Ständen. Ja, ne? So, eine Sache haben wir noch zum Schluss. Dann ist unsere Degusta-Box leer. Ich stell sie mal dahin. Die kennen wir natürlich, die habe ich jetzt auch gekauft die Woche, die gab es nämlich bei Lidl im Angebot für meine Patenkinder, die besuche ich dann zu Ostern und dann kommen die noch mit ins Osternestchen rein. Finde ich total süß mit diesen Tierchen drauf, damit kann man Kinder immer kriegen, ne? Oder man hat sie halt dabei, wenn man auf dem Spielplatz ist, für unterwegs und so weiter, ganz süß gemacht. Waldtiere steht hier, Zoo-Waldtiere von Leibniz, magst du einen probieren, du weißt ja, wie sie schmecken, aber wir machen sie natürlich auch für dich. Bitte schön, was haben wir? Ein Marienkäfer, Maikäfer. Was soll das sein? Hier haben wir einen Igel, noch ein Igel. Ja, süß gemacht. Okay, cool. Freue ich mich auch über dieses Produkt. Ja, mein Fazit der Degusta-Box ist, dass es sehr durchwachsen ist. Also ich kann mit einigem, also ich kann eigentlich mit allem was anfangen, außer jetzt mit diesem ganzen Senf. Über die Knoblauchpaste bin ich gespannt, weil die sich vielleicht gut zum Kochen macht. Mit dem Energy Drink, naja, da freut sich der Papa wahrscheinlich drüber, gell, mein Schatz? Der trinkt ja dann sowas. Aber ansonsten, ja, mit diesen ganzen Sachen werde ich auf jeden Fall was anfangen können. Aber wie gesagt, ich finde es jetzt ein bisschen schade, dass in der letzten Zeit so viel Senf enthalten war. Also, ne, irgendwann ist auch mal wieder gut. Okay, ja, gut, es ist ein Spezialsenf, aber ja, wie gesagt, Senf ist Senf, ne? So. Genau, ach ja, hier haben wir noch die Rezepte vergessen. Schön, dass ich meinen Lissandro dabei habe, der hat mich daran erinnert. Hier sind auch immer Rezepte mit drauf, zwei Stück. Ich habe davon auch schon Sachen nachgekocht, habe es euch auf Instagram schöne Bilder gemacht. Freue mich immer, wenn ihr meine Rezepte nachmacht natürlich, bin ich ganz stolz immer. Mache mir dann einmal Screenshots, also ich frage euch immer, ob ich einen Screenshot machen darf, weil ich das alles sammle. Und genau, hier sind jetzt noch zwei Rezepte. Hier steht gegrillte Hühnerflügel in Honig-Senf-Marinade mit Knoblauch. Aha, okay, deswegen brauchen wir das mit dieser Knoblauchpaste. Und dann haben wir hier noch gebackene Mozzarella, deswegen brauchen wir das, das hier von Laima, genau. Unser Paniermehl. Was denn? Was haben wir noch drauf, mein Schatz? Was denn? Das haben wir doch davon. Ja, dieses hier, diese Knoblauchpaste. Schau, die da. Die brauchen wir dann dafür, für dieses Hühnerflügel. Das brauchen wir auch? Den Senf? Ah, ja, stimmt. Ah, okay. Gut, dass ich einen Lissandro dabei habe. Hier oben, genau, der Lissandro passt echt gut auf. Also hier ist angezeigt, was man dann dafür braucht. Genau. Ah, okay, jetzt kapiere ich das. Gut, dass ich dich dabei habe. Okay, meine Lieben. Ja, ja, ich habe mir es halt gebacht, weil hier steht gebackene Mozzarella und um was zu backen, brauche ich Paniermehl, ne? Okay, gut. Also meine Lieben, das war es soweit von unserer Degusta-Box. Wir haben uns gefreut. Ich hoffe, euch hat unser Video gefallen. Ihr könnt mir ja mal sagen,
was ihr so ja, als Präferenz jetzt hier habt aus unserer Box. Ich fand halt das mit den Bären auch total süß, ne? Total goldig gemacht, zum Verschenken halt. Ne? Ist eine witzige Idee, wenn man ein Geschenk hat und das noch so mit drauf packt. Genau. Okay, das war es soweit. Wollen wir uns verabschieden? Okay, also meine Lieben, wir wünschen euch jetzt noch alles, alles Gute. Habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Aura gerade. Ist sie jetzt gerade? Okay. Machst du Grimassen? Also gut.